Kreispokal, erste Runde. Köln-Trabzonspor. Der Achte der Kreisliga C vergangenes Jahr trifft auf die DJK Südwest Köln, die ja aufgestiegen in die Kreisliga A. Und das hier, der Anpfiff, die beste Szene der ersten Hälfte. Das bedeutet auch für Südwest-Trainer Viktor Eboa und seine Taktiktafel ziemlich viel Arbeit in der Halbzeit. Ebenso Heimtrainer Ergun Ünlü. Jungs, das ist doch Pokal. Da muss doch ein bisschen mehr kommen von euch. Und das tut es auch. Was für ein Tor! Savas Mavrofridis. Er, der Abwehrspieler, noch nie als Torschütze in Erscheinung getreten. Mit links macht er das Ding über Torhüter Bennett Perchtold, der viel zu weit aus seinem Kasten ist. Aber den trifft er natürlich auch perfekt. Die Führung für den Underdog in der 51. Minute. Und dann beginnt die Kahn-Show. Kahn Kenachi zum Ersten. Der noch knapp vorbei. Aber kurz danach 1-1, 55. Torhüter Mehmet Erdemir hier ohne Chance. In der Zeitlupe sieht man auch gleich, warum Südwestspieler Martin Hofmann da liegt. Er fällt über den Torhüter und dann hat Kenachi keine Probleme. 7 Minuten später weiter Ball und der Ball landet natürlich bei Kenachi. Kenachi und das 1:2. Er ist ja nicht nur Kabinen-DJ, sondern auch Hobbytänzer, wie man hier sieht. Kahn Kenachi, eine Tormaschine, die vergangenen Jahre immer ganz vorne mit dabei und ganz souverän. Und dann keine 60 Sekunden später, natürlich alles über Kenachi. Kenachi wird nicht angegriffen, es hat sich vielleicht nicht rumgesprochen, wie gut er ist. Und dann zeigt er, warum er vergangene Saison in 27 Spielen 17 Tore und 10 Assists hatte. Das hier für mich heute. Sein schönster Treffer. Schön geschlänzt. Das Spiel hart umkämpft, mit vielen Nicklichkeiten. Die Krönung dann hier. Erst wird gehalten, dann nachgetreten. Fatih Erdogan beschwert sich noch. Doch Schiedsrichter Reno Strunk zeigt ihm natürlich die gelb-rote Karte und bleibt dabei. Genauso cool wie Kahn Kenachi in Minute 70. Das 4:1, 4 Tore in einer Hälfte, keine Ahnung, wie das heißt. Mehr als ein lupenreiner Hattrick. In 19 Minuten 5 Tore. Ansonsten hat das Spiel nicht so viel zu bieten gehabt. Aber eine sehr kurzweilige zweite Hälfte. Nochmal der letzte Treffer. Und dann ist die Partie auch schon vorbei. Der Favorit setzt sich souverän durch bei Trabzonspor und steht in der zweiten Runde des Kreispokals. Eine schwere Begegnung, eine Kreisliga-C-Mannschaft. Das war klar, dass sie uns ein bisschen Paroli bieten wollen. Es ist immer schwer, die Jungs zu motivieren, gegen so einen Gegner zu spielen. Deswegen haben die ersten Minuten ein bisschen Probleme gehabt. Aber wir lagen dann 1-0 zurück und die Jungs sind wach geworden und haben ihre Aufgabe halt erledigt. Ja, erledigt und wach war dann auch noch Trabzonspor-Ersatzkeeper Akif in der Diskussion mit Viktor Eboa. Am Ende waren sich aber einig und alles ist wieder gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.